So viel ungespielte Spiele wollen gespielt werden. Hi Leute, herzlich willkommen zu unserem neuen Format. Unplayed nennt sich das. Unplayed, ja. Unplayed, ja. Genau. Und zwar, wir haben uns was überlegt. Also, wir sind ja beide Sammler und Spieler und irgendwie sammeln wir mehr. Wächst und wächst. Wir sammeln mehr, als wir spielen, und der Pile of Shame ist einfach riesengroß. Und deshalb haben wir uns gedacht, wir machen ein Format Unplayed, und da wollen wir euch mit ins Boot nehmen. Und zwar wird das so verlaufen: Die erste Folge machen wir auf jeden Fall noch zusammen. Ja. Da zeigt jeder von uns jetzt zwei Spiele, und ihr dürft unten in den Kommentaren reinhauen, welches der Spiele jeder von uns spielen soll. Oder von seinen zwei, oder muss besser gesagt. Muss. Und, ein bisschen Druck muss genau da sein. Und weiter wird es dann vermutlich so laufen, dass wenn einer sein Spiel durch hat, er ein neues Video startet, wieder mit zwei Spielen. Ja. Und es kann dann sein, dass die alleine sind. Wenn es dann gerade passt, würden wir wieder zusammen machen. Aber wir wollen Termin auch passt, ja, ein paar Formate rausgliedern, dass jeder so ein bisschen noch was, ja, Eigenes macht, außer Reviews und... Genau, Regelerklärung. Genau. Ja, willst du mit deinen beiden mal beginnen? Ja, ich fange mal mit meinen beiden an. Und zwar ist das alles schon wieder ein moderner Klassiker und eine Essen-Neuheit. Okay. Also die Blutige Herberge kennen viele. Ich kenne es noch nicht. Okay. Ich habe viel darüber gehört. Eben, wie gesagt, noch ungespielt. Habe ich mal letztes Jahr über eine Facebook-Gruppe Gebrauch gekauft gehabt. Damals noch günstig, oder? Damals noch günstig, bevor es out of print gegangen ist, bin ich heilfroh drum. Ja. Habe auch gleich noch irgendwie bei Spieloffensive war es dann die Erweiterung für 3-4 Euro gab es, die sie rausgeschossen haben. Die kriegt man auch noch. Ne? Habe ich gleich dazu gepackt. Würde mich riesig mal reizen. Vielleicht wisst ihr ja genau, um was es geht. Ich weiß nur, es geht um so eine Herberge, wo man irgendwie Hausgäste, die kommen, irgendwie überfallen oder um die Ecke bringen muss. Ja, aber das fand ich vom Thema cool. Basiert ja auf einer wahren Geschichte. Ja. Also soll ja in Frankreich tatsächlich so geschehen sein. Ja. Genau. Und hat gute Wertung auf BoardGameGeek auf jeden Fall. Von dem her, haut mal in die Kommentare rein. Habt ihr schon mal gespielt? Was hebt das Spiel davor? Und soll ich eher das spielen? Oder was von Colossal Games? Ja, die Macher von Western Legends sind das, glaube ich. Gibt es bisher nur in der englischen Variante. Ich weiß nicht, ob BoardGameBox davon eine deutsche Version plant. Ja, habe ich gesehen. Artwork hat mir total gefallen. Ja, Cthulhu-Thema, ja. Ist ein reines Kartenspiel. Habe ich auch noch nicht gespielt. Wo man halt auch... da mal kurz rein. Oh, natürlich alles durcheinander jetzt hier. Aber schon gesleeved. Gesleeved habe ich schon mal. Das ist immer schon mal Schritt 1, ja. Man hat da verschiedene so Räume im Haus und hat auch so Charaktere, wenn ich das nicht, wenn ich das richtig habe. Aber eben, ich habe bisher die Regeln noch nicht angeguckt. Wird mich auf jeden Fall reizen. Es war auch relativ... Colossal macht eh jetzt kein Expertenspiel oder so, sondern wahrscheinlich eher so untere Kennerspiele. Ja, so Familienniveau. Ja. Wird mich auch total mal reizen. Ja, hast du schon mal von dem Spiel gehört? Nein, noch gar nichts. Also doch, gesehen habe ich es schon mal irgendwo, aber... noch gar nicht. Würde mich aber auch reizen. Hier spannend an diese verschiedenen Räume, wo es da geben soll. Und hier gibt es auch so große Alte, gegen die man kämpfen kann. Also Cthulhu hier. Ja, ich denke mir, das ist sicher Hastur hier. Also so, Death Medaille Opfer bin ich ja eh schon. Von dem her hat mich das angemacht und war auch sogar am ersten Tag vergriffen. Echt? Okay. Bin ich gleich panisch. Am zweiten Tag war es allererste Anlaufstelle an den Stand. Gib mir noch eins. Ich will eins. Und dann eins zu kriegen, ja. Nur zum Sagen, Essen ist dann schon ein paar Monate her. Essen ist schon ein paar Monate her, ja. Wir haben es Ende Februar. Aber ich brauche es unbedingt. Unbedingt. Ja, okay. Gut, wenn es keine deutsche Lokalisierung geben wird, ist es sicher eine Sache, wo man schwer drankommt. Ja, klar. Von dem her... All Manner of Evil. Den Titel habe ich noch gar nicht gesagt. Man sieht es auch nicht so gut. Ein bisschen dunkel. Und die Blutige Herberge. Ich freue mich über eure Kommentare und eure Meinung und was ich dann spielen darf. Haut rein, was Michael spielen darf mit seiner Gruppe. Genau.
So, Okay, dann cool. kommen wir Ja, zu deinen kommen beiden. wir zu meinen beiden. Meine beiden, auch beides Essen-Neuheiten. Habe ich mir auf der, ich habe ja im Vorfeld schon ein bisschen recherchiert. Würde ich jetzt, glaube ich, nicht mehr so machen. War ein bisschen aufwendig für nächstes Mal. Mal schauen. Genau, einmal handelt es sich um das für viele bekannte Freshwater Fly bei Spielefable, dann auch auf Deutsch erschienen. Da gab es dann auf der Messe noch Probleme, dass französische Karten drin waren. Man hat dann vorsichtshalber gerade mal ein deutsches Pack mitgekriegt. Bei mir war es dann tatsächlich so französisch Ah, drin. Zum okay. Glück hatte ich dann das deutsche Pack. Aber Verpackung ist deutsch, ja. Verpackung ist deutsch, alles gut. Ja, ein Yes. gehobenes Familienspiel, unteres Kennerniveau. Wurde, glaube ich, damals auch kurzfristig so mit Flügelschlag verglichen, Genau, ein also bisschen, aber wir sind halt Fliegenfischer ja. und wir wollen halt die schönsten und prächtigsten Fische aus dem Fluss ziehen. Hat auch ein wirklich ein cooles Spielerboard, also man baut sich da tatsächlich dann einen Fluss auf. Ist es auch ein Engine Also, Builder? nee, ist kein Engine Builder, Kein nee. Engine Builder, Also, okay. noch eingepöppelt. Oh, schändlich. Nee, Ja, und gesleeved auch noch nicht, hä? nichts, da ist noch nichts dran gemacht. Also man hat dann tatsächlich den Fluss, wo die Fische ausgelegt werden und dann hat jeder so ein richtig geiles, ne, Playerboard, eine ja. Spule, wo man Ach so, dann ja. seine Aktionen machen kann. Okay. Ich finde es richtig cool, also gefällt mir eigentlich optisch total gut. Alles noch eingepackt, ich habe an dem Spiel noch nichts gemacht bisher. Ja. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr für Freshwater Fly voten würdet, wobei das andere Spiel würde es mich genauso freuen, weil da ist genauso wenig dran gemacht. Ja, Spiel Nummer 1 auf jeden Fall. Freshwater Fly. So, dann Spiel Nummer 2 ist von einem spanischen Verlag Mebo und hier handelt es sich um ein abstraktes Familienspiel, auch im höheren Niveau, und zwar um Karussell. Um was geht's? Wir sind Erben eines antiken Karussells und wir wollen halt der alleinige Besitzer sein. Und wir versuchen dann auf wirklich so einer runden Scheibe durch Plättchen setzen und Aktionen Felder zu bespielen. Das Spannende daran ist, nach jeder Runde dreht sich das Karussell natürlich im Kreis und man spielt dann auf dem Tableau weiter, was der davor schon angefangen hat zu bauen. Man versucht dann Kombinationen zu erfüllen, um Aufträge zu triggern und ja, am meisten Siegpunkte zu generieren, Hört sich um interessant an. das Karussell auf seine Seite zu ziehen. Sieht auch sehr hübsch aus. Ja, das zu Karussell. Karussell. Also Karussell. bitte haut mal unten in die Kommentare, was ihr gerne sehen möchtet, ob Karussell oder Freshwater Fly. Mir ist grundsätzlich egal. Du hast beides, Hauptsache, glaube ich, auch noch nicht gespielt. Ja, nein. von dem her. Ja. Also, das habe ich schon mein Let's Play, glaube ich, gesehen, Okay. aber gespielt selber habe ich es noch nicht, ja. Von dem her sind wir soweit. Sind wir soweit durch? Genau, also das sind die ersten beiden Spiele von jedem. Haut mal rein, welches wir jeweils spielen sollen. Und Und dann, gerne abonnieren, Glöckchen aktivieren genau, und bis bis zum zum nächsten nächsten Mal. Mal. Ciao, ciao.